Ups. Na, weiß ich nicht. Ist ja vielleicht auch einfach so ein Hey, komm her! Wie nochmal? Hallöchen hier bei mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön, dass du mich begleiten willst auf der Reise durch Dead Space 3. Wir sind in der letzten Runde quasi in die Maschine weiter reingelaufen. Das ging da durch dieses Tor, hatten dann zwei heftige Fights hinter uns, wo ich mich aber auch ein bisschen glatt angestellt habe, will ich ehrlich sein. Und dann haben wir einen Energieturm, irgendein Gedingeldei da ausgerichtet. Und jetzt waren wir gerade an der Bank gewesen, haben unsere Superbots abgeholt und sollen jetzt in die Richtung gehen, wo ich eigentlich schon war. Und, okay, gut, also das durch das Tor dadurch. Alles klar. Wir sind gerade von rechts gekommen. Jedenfalls werden wir jetzt wahrscheinlich gleich wieder über den großen Tunnel hüpfen. Und dann diese zwei Tentakel-Dinger da nachträglich ausrichten. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö. Hier konnten wir uns ja draufstellen, da konnten wir ja auch schon direkt unseren Gegnern die Gliedmaßen rauslösen. Das war ziemlich genial. Wow, 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 wow. Das geht also nicht, okay. Noch mehr. Okay. Von der anderen Seite kommt auch noch einer. Jetzt wird's kritisch. Einer ist noch da. Oder muss ich mich vielleicht einfach nur durchkämpfen? Das kann natürlich auch sein. Dass sie einfach standardmäßig jetzt hier rauskommen. Würden mich dringend nach Dead Space aussehen, aber könnte natürlich sein. Nee, okay, das waren scheinbar die letzten gewesen. Gut, dann gucken wir nochmal, ob wir was looten können. Das war jetzt ein bisschen herausfordernd, aber würde ich mich nicht drüber beklagen, weil wir haben halt durch die Viecher auch enorm viele Ressourcen eingesammelt gerade. Und Loot ist immer gut. Ne? So, von daher. So, jetzt bloß gucken, wo wir jetzt weiter lang sollen. Hier. So, schick mal gleich nochmal einen Sucherbot los. So, wir haben noch 170 Schuss fürs Scharfschützengewehr und 1785 Schuss für unsere normale Pumpe. Ich denke, das ist erstmal okay. So, dann geht's jetzt hier wieder rüber. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie mir vielleicht einen Gegner dazwischen legen. Das sieht mir fast danach aus. Oder auch nicht. Nee. Jetzt hätte ich jetzt die... Nee, jetzt ist alles frei. Sieht es mit dem aus? Ja, alles Studi.
Da oben müssen wir jetzt gleich hin. Da müssen wir dann die Tentakel ausrichten. Der Vater. Also sie sind wirklich nicht ohne, weil sie eben halt echt viel Munition einkassieren, ohne sich dabei irgendwie schuldig zu fühlen. Das ist natürlich dann ein bisschen unangenehm. Da ist noch Blut gewesen. Perfekt. Okay, gut. Ich denke, dann haben wir's. Haben wir den dann noch, müssen wir den noch looten, oder? Hat die gerade erst weggeknallt. Kann natürlich sein. Unser Anzug ist, glaube ich, jetzt noch so weit. Oh, der Elite-Anzug wurde freigeschalten. Schön. Dann gucken wir uns den doch mal direkt an. Da ist der Elite-Anzug. Ein Frontkampfanzug der 401. SCAF-Division, der mit fortschrittlichen Überlebenstechnologien und biophysikalischer Unterstützung ausgestattet ist. Den nehmen wir doch einfach mal und schauen uns den an. Naja, der Brille ist es jetzt nicht. Achso, nee, halt, stopp. Ich wollte nochmal nach Upgrades schauen. Der Brille ist es jetzt natürlich nicht, aber gut, was soll's. Also hier sind wir voll. Stase haben wir nur noch nachladen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und hier könnten wir halt noch den Schaden erhöhen. Das könnte natürlich noch interessant sein. Ja, Energiewandler könnte ein Problem sein, wobei... Ja, es ist in Ordnung. Es sind 900. 500 hätten wir noch. Aber so häufig arbeiten wir jetzt auch nicht mit der Telekinese. Beziehungsweise mit dem Gravitationsstrahl. Sodass wir das jetzt nicht dringend aufrüsten müssen. So, dann schauen wir doch nochmal ganz kurz, wie unser Inventar aussieht. Inventar sagt, wir sind wieder vollgeschissen mit... Medikits. Davon haben wir gar nichts mit bei. Und ansonsten dürfte das erstmal soweit passen. Alright, ich bin echt mega gespannt, was jetzt passiert. Na klar, nochmal ein einfaches Medikit, weil das brauchen wir. Ganz dringend. Ja, du sollst bitte aufgehen und ich mich bitte. Also ich bin wirklich gespannt wie ein Blitzebogen, was jetzt passiert. So, okay. Und wir erinnern uns, wir mussten die halt erstmal zur Seite stellen. Dann macht er nämlich die Tür auf und jetzt müssen wir die beiden nach oben stellen und die sozusagen in Kuschellaune bringen. Also muss der so hin. Richtig? Ja. So hin. Und die beiden müssen sich überkreuzen und müssen oben hin. Müssen die vielleicht so? Ja, müssen sie. So. Und so. Ich mache die Kamera wieder aus. Ich denke, jetzt wird gleich wieder ein interessanter Moment kommen.
Okay, und das war's jetzt. Ah, Moment. Hat sich da jetzt irgendwas geöffnet? Ne. Also müssen wir wahrscheinlich jetzt wieder in die Maschine rein. Na, da fliegt der Nick. Mit einer großen Überraschung. So, entschuldigt, ich musste nur mal ganz kurz eben mir das OBS-Fenster wieder richtig hinlegen. Jetzt kann es richtig weitergehen. Okay, da haben wir wahrscheinlich unsere Stase auch schon wieder verbraucht. Das heißt, ich würde fast überlegen, ob wir nicht doch noch in den Nachladen-Perk investieren. Moment, ist da noch was? Nee. Ja, das werden wir jetzt auch tun. Also wir werden in jedem Fall jetzt noch ganz schnell die Stase-Auflademodul erhöhen. Zack, so teuer ist es, denke ich, auch gar nicht. Weil sich dann nämlich unsere Stase auch, glaube ich, schneller von selbst auflädt. Nicht auflöst. Und wir haben noch zwei Stasis-Packs übrig, also eigentlich ist alles noch fein. Gut, dann wieder rein. I believe I can fly. Aha, okay. Ellie liegt, ist also noch am Leben. Nein, sie sind unterwegs zur Maschine. Und wenn sie da sind, werde ich schon auf sie warten. So ein selbstgerechtes Arschloch, ja. Na ja. Das werden wir ihnen gleich, Na klar. Das Schöne ist, dass ich glaube, jeder Mensch bisher einen One-Shot war mit diesem Gewehr. Und das macht natürlich etwas Spaß. So, wir sollen da hinten lang. Dann tun wir das auch. Okay, jetzt sind die halt hier. Tja, hier kann dir keine Hilfe mehr. Da kann dir keiner mehr helfen, Boy. Das Thema ist nachhaltig erledigt, sobald du in meinem Zielfenster bist und ich dich treffe. Das ist natürlich das Wichtige an der ganzen Sache. Okay, was passiert jetzt? Drei Behältnisse, drei Statuen, drei Markierungen. Wie sieht der letzte Schritt aus? Ah ja, ich weiß, wie der letzte Schritt aussieht. Alles klar. Kein Thema, kriegen wir hin. Wenn ich denn jetzt hier den Weg nach oben finde, heißt das. Habt ihr was gehört? Ja.
Boah, Leute. Jetzt reicht's aber hier. Na, sag mal. Ich sag ja, ich stelle mich heute an wie der letzte Honk, ja. Und wieder nicht nachgeladen. Ich glaube, ich bin einfach zu hektisch heute. Den ich eigentlich erwischt. So, nun aber ruhig hier. Meine Fresse. Das war jetzt ein bisschen herausfordernder. Aber auch nur, weil ich nicht zielen kann heute. Also ich stelle mich heute echt an wie der letzte Bleppo. So, das Ding muss ganz nach rechts. So. Richtig. Nee, der muss in die Mitte. Na komm her, komm raus. So, da hat das schon das erste Mal Klick gemacht. Okay, wir haben alle Medikits gerade verbraucht. Das ist uncool. Wo war die Bank? Ich glaube, auf der rechten Seite der Medaille. Aber die haben sie ausgeschalten. Ne, die ist an. Okay, gut. So, dann werden wir uns jetzt erstmal Medikit-technisch wieder ein bisschen durchheilen müssen. Das war jetzt etwas herausfordernder. Oder andersrum, ich habe mich einfach zu glatt angestellt, weil ich einfach nicht zielen konnte heute. So, drei Medikits klein, drei Medikits groß. Passt. Wir nehmen nochmal Muni mit. Also wenn wir was genug haben, dann ist es Munition. Um sie herzustellen, meine ich. So, okay. Hier war nochmal ein Halbleiter. Wo sollen wir jetzt hin? Da hinten lang und dann da wahrscheinlich jeweils die Module hier sammeln, einsetzen und dann geht hier wahrscheinlich eine Tür auf oder irgendwas. So, dann parken wir den mal da hinten erstmal. Oh, hier ist noch ein bisschen Stuff zum Einsammeln. So, und dann parken wir den auch schon mal da hinten. Alright. Ganz rechts. Nee, ganz links. Nein, du sollst da nicht hin. Du sollst da hin. Zack. Und zack. Na, sag ich doch. Gerade hat sich noch eine Tür geöffnet. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Serrano gesagt hat. Ich gehe rein. Wenn wir hier so viel Stase einsammeln. Tja, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Ich schätze, der Codex ist jetzt in Mahachat. Und dieser Ort wird vergraben werden, wie alle anderen auch. Ich weiß noch, als ich meinem College-Professor erzählte, dass ich Xeno-Archäologie studieren wollte. Er lachte mich direkt aus. Da gibt's nichts zu studieren, sagte er. Das ist alles toter Raum.
Im Universum gibt's keine Aliens. Irgendwie hat er recht. Jenseits unseres Systems gibt es kein Leben. Nur eine Spur der Vernichtung, herbeigeführt von den Monden. Und jetzt klopfen sie an unsere Tür. Ja, über uns befindet sich das Mittel, die Maschine abzuschalten, aber auch das Mittel, sie zu vervollständigen. Schaltet man sie ab, ist das das Ende unserer Spezies. Vervollständigt man sie, sind wir gerettet. Ich hatte gehofft, dass ich die Rettung miterleben würde. Was für ein Spektakel wäre es gewesen, mit anzusehen, wie der Mond in den Planeten gesogen und dann vermalmt wird. Ein letzter Akt der Einheimischen, ein Opfer, um uns alle zu retten. Aber ich muss mich jetzt ausruhen. Tim wird bald mit dem Kodex hier sein. Sie mir den Kodex, dann kriegen Sie sie zurück. Nein! Isaac, du weißt, was auf dem Spiel steht. Jetzt atmen alle mal durch, okay? Danny! Geben Sie mir den Kodex! Oder ich töte Sie! Nein! Isaac, was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir, alle. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Nein! Ich hab's endlich geschafft. Die Finsternis hat ein Ende. Möge die Evolution beginnen. Killer, klar. Isaac. Ich hatte
hatte mich von der Welt abgewandt, weil ich Angst davor hatte, was zu tun war. Abby, jetzt habe ich keine Angst mehr. Da drüben ist ein Shuttle. Ich will, dass du damit nach Hause fliegst. Komm nicht meinetwegen zurück. Wir wissen beide, dass ich nicht heimkehre. Geh! So, na dann. Ich Depp hatte übrigens gerade das Mikro aus. Sorry dafür. Ich sagte, ich habe rausgefunden bei der Cliffhanger-Partie, dass es nicht an dem Spiel lag. Also ich hatte es ja beim letzten Mal so dargestellt, dass ich dass das Spiel scheinbar verbuggt ist, oder ich, weil wir immer bei diesen Cliffhanger-Partien diese großen Sprünge gemacht haben und deswegen gar nicht so richtig klargekommen sind. Ich habe gerade eben rausgefunden, es lag daran, dass ich die Shift-Taste gedrückt halten habe. Das heißt, Kommando zurück meinerseits, alles richtig, alles so, wie es eigentlich sein soll. So, wir müssen hier lang weiter. Ich vermute mal, dass wir halt sehr schnell sein müssen. Deswegen versuche ich mich jetzt hier nicht ganz so lange aufzuhalten mit den Gegnern. Und desto mehr Munition haben wir dann am Ende auch da. Okay, das könnte jetzt hier mega interessant sein. Aha, okay, die müssen wir also wirklich aus dem Leben schießen, alles klar. Ja, gut. Ja, fuck, aber Gott sei Dank hat er uns scheinbar nicht gegriffen bekommen. Aber der hat uns gegriffen bekommen. Fuck. Okay.
Ja, da muss man sich echt dran gewöhnen. Ja. Das sind wieder so diese Schlüsselmomente. Ich habe vorhin, als ich die erste Folge aufgenommen hatte, noch gedacht, so Mensch, also eigentlich geht's aber, ja. Also so schlimm ist es, stellt es sich gar nicht dar, aber naja. Aber bisher, ich würde jetzt gerade sagen, bisher läuft es ja eigentlich alles ganz cool, aber naja. Alright, ich schätze mal, wir sind wieder auf dem Gelände von der Maschine. Dann können wir uns erstmal ein bisschen gegenheilen. Stasa. Und noch ein Medikit. Sind saumäßig flott, die Jungs. Was war das jetzt? Okay. Also wir müssen uns fortbewegen. Okay, gut. Gut zu wissen. Okay. Jetzt aber dann los. Los, bitte los. Ich denke, wir werden jetzt mit der Stasa arbeiten müssen. So, weiter nach vorn. Hier kommt jetzt gleich die schwarze Gang. Und weiter geht's. So, was haben wir hier für eine Herausforderung? Fragezeichen. Hier lang. Ich handle größtenteils jetzt gerade echt nur nach Instinkt, ne? Also hier ist kein großartiger Gedanke hinter, sondern ich laufe und handle jetzt gerade echt nur nach Instinkt. So, hier können wir noch mal kurz ins Inventar gehen. Das ist auch ganz nötig, weil ich gerade nicht überzeugt bin, dass wir gut ausgestattet sind. Ja. Und ich würde wetten, dass wir jetzt einen Endboss haben. Das heißt, wir lassen die Zweier komplett weg. Falls der uns jetzt wirklich richtig bösartig was will, dann sollten wir
vielleicht auch nochmal Stase mitnehmen. Machen wir so. Ja. Wir nehmen aber trotzdem mal noch ein oder zwei mehr Medikits mit. Es ist mir einfach sicherer jetzt gerade. Wir sind in der 34. Minute, das heißt, ich werde jetzt kurz die Aufnahme beenden. Wir sind good to go für die nächste Folge. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Liebe da. Ich freue mich über alles. Wir sehen uns gerne auch online. Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag bin ich immer online. Und ansonsten habt ihr noch einen schönen Tag. Oder wenn ihr das nächste Mal erst in der Woche einschaltet, eine schöne Woche. Und bis dahin. Tschüss.